So, liebe Gäste, liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz hier bei uns in der Johannisau. Wir haben vor 1420 Zuschauern leider mit 2:3 verloren. Ich denke, die zweite Halbzeit war nicht wie gewohnt, aber da können die Trainer sicherlich mehr dazu sagen. Herr Tahiri, Sie als Gästetrainer haben das Wort. Ihr Fazit. Ja, wir sind natürlich sehr erleichtert mit dem Sieg hier. Zu Beginn des Spiels haben wir eigentlich eine gute Phase gehabt. Mit der Chance von Andy Busik vor dem Tor, den er nicht richtig, nicht richtig Druck kriegt in den Kopfball. Gianni, ein Abschluss mit Tyson, die Halbfeldflanke, wo ich der Meinung bin, wo er mit dem Kopf hingehen muss. Ja, und dann habe ich viele Sachen angesprochen. Heute, gestern, dass der Gegner halt auch bei Standards brutal gefährlich ist, beim Umschalten brutal gefährlich ist, die auch ihre Qualitäten haben. Und dann ist das halt so, du sprichst manchmal Dinge an und dann passieren noch diese Dinge. Dann liegst du halt mit der ersten Chance, die Flanke kommt perfekt auf den zweiten Pfosten, ja, wo wir halt in der Kommunikation nicht gut genug sind. Da muss unser rechter Außenverteidiger einfach den Innenverteidiger ein Coaching geben, hinter dir ist der Stürmer. Die Flanke kommt perfekt, geht auf den Kopf. 1-0, zweite Tor Standard, wo ich immer wieder gesagt habe, keine Foulspiele. Ja, wenn du es vermeiden kannst, keine Foulspiele. Und wenn ich das jetzt nochmal Revue passieren lasse, in der ersten Halbzeit haben wir so viele Foulspiele gespielt, dann brauchst du dich nicht wundern, dass irgendwann auch mal so ein Ding reingeht und dann gerade gegen so einen Gegner, der bei Standards, wie gesagt, auch brutal gefährlich ist. Dann legst du 2-0 zurück. Ich fand, das war ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit. Legst 2-0 zurück und bist niedergeschlagen. Du bist niedergeschlagen, ist schon hart für uns in dieser Phase, in der wir stecken. Aber die Leute, die können mir erzählen, was sie wollen, wenn die nicht dabei sind und nicht wissen, was in der Kabine abgeht, ja, wie die Mannschaft sich selber pusht, ja, trotz 0-2 Rückstand sich selber pusht und dann so rausgeht und so eine zweite Halbzeit abliefert, ja, wo der Glaube noch immer da ist. Ja, und ich glaube sowieso an diese Mannschaft und die Qualität in dieser Mannschaft steckt drin, das hast du auch in den letzten Spielen gesehen, hast du heute gesehen. Jeder einzelne Spieler hat Regionalliga-Niveau in den oberen Drittel. Nur wir müssen uns auf den Platz bringen. Und wenn du es nicht in einer ganzen 90 Minuten schaffst, dann wird es nicht reichen. Und deswegen müssen wir halt in den nächsten Spielen jetzt gucken, dass wir diese Tore, ja, wir kommen immer gut ins Spiel, auch in Kassel, auch in Frankfurt. Nur diese Tore müssen wir vermeiden. Und dann habe ich gesagt, dass wir dran glauben und die Mannschaft pusht sich selber. Die Mannschaft ist nicht zerschritten. Das ist eine Top-Mannschaft. Die sind charakterlich einwandfrei. Ja, wenn ich dann immer wieder ein bisschen höre, die Mannschaft ist irgendwo zerschritten, lebt die noch, hat keine Typen und und. Heute war der beste Beweis, der beste Tag, um zu zeigen, ja, wer nicht da war, der soll sich das Spiel nochmal angucken, dass diese Mannschaft lebt, ja, und dass wir weiter so diesen Weg gehen werden. Und wenn wir so weiter spielen wie die zweite Halbzeit gegen so einen starken Gegner, dann werden wir auch unten rauskommen, peu à peu. Und das kann man nicht versprechen, aber ich glaube daran. Und damit wollen wir am Dienstag weiter fortsetzen. Sedat, alles Gute. Respekt, habe ich schon mal gesagt im Vorfeld, für diese Saison, diese Leistung. Das spiegelt das wieder auf dem Platz, diese Mannschaft. Ja, mit Qualität, mit so einem Trainer. Ich mag so Trainer, die emotional immer dabei sind. Ich bin auch so ähnlich. Ziehe ich den Hut vor und wünsche natürlich, ja, Fulda, alles Gute für die Zukunft und ja, ich hoffe, bis bald. Danke. Herr Tahiri, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Sedat, jetzt bist du an der Reihe. Ich denke, du bist nicht zufrieden. Ja, Glückwunsch erstmal. Danke. Wie gesagt, 50-50 Spiel in der ersten Halbzeit. Ich denke, dass wir aber die mehreren Torchancen hatten. Wir müssen eigentlich noch höher in die Kabine gehen. Können auch natürlich 1-2 bekommen. Und so wie die erste Halbzeit gut war, so schlecht war die zweite Halbzeit auch. Umgekehrt genauso vom Steinbach, ja, wie jetzt bei uns. Mich wundert es auch, dass wir das auch in der Kabine angesprochen haben, dass wir mit 2-0, dass es ein ganz gefährliches Ergebnis ist. Das ist eine qualitativ eine gute Mannschaft, TSV Steinbach. Das habe ich auch im Spiel gesagt, sage ich immer noch. Die gehören normalerweise nicht da unten. Die haben da unten nichts zu suchen, ja, meiner Meinung her. Weil Qualität ohne Ende, egal auf welche Position, man sieht diesen Speed auf den Flügeln und im Zentrum, ja, und hinten im Spielaufbau genauso. Aber wie wir dann uns präsentiert haben in der zweiten Halbzeit, da
der ganze Lob in den letzten Wochen, ja, das ist dann ein riesen Luftballon gewesen. Luftballon, der aufgepumpt worden ist, aufgepumpt, aufgepumpt und dann ist der heute geplatzt. Ja, dieser Ballon ist heute geplatzt und da muss sich jeder mal sich an der eigenen Nase packen. Ja, ob man noch, weil gewisse Sachen will ich jetzt hier nicht ansprechen, gewisse Details, das geht ja auch keinem an. Und ja, ich bin in der Hinsicht sehr enttäuscht, auch wie die Tore dann auch dementsprechend gefallen sind. Wir müssen eigentlich in die Übergangszone kommen, warten. Gegner muss gewinnen, ja, oder den Anschluss finden auf 2-1 oder zum 2-2. Da kannst du natürlich super kontern, ja, bist eine Kontermannschaft. Und das haben wir nicht gemacht. Wir sind dann draufgegangen, dann die Abstände waren zu groß gewesen. Und dann so eine Mannschaft, die natürlich im Moment die Tabelle blendet, ja, eigentlich gehören die ja nicht dahin. Und dann spielt so eine Mannschaft dich auch auseinander. Und so sind ja auch die Tore gefallen über außen. Einmal linke Seite, einmal rechte Seite. Dann auch das dritte Tor natürlich auch individuell. Ne? Dann trifft ein Super in den Winkel rein. Dann darf ich die Option nicht anbieten, rechte Fuß. Das sprechen wir immer wieder an. Und trotzdem ist es passiert. Und deswegen bin ich da, ja, auch wenn wir 40 Punkte haben, 50 Punkte oder Tabellenerste, sowas darf nicht passieren. Sowas gibt es eigentlich bei uns nicht. Ist noch nie passiert, glaube ich, in der Liga, dass wir 2-0 führen und so ein Spiel zu Hause abgeben. Das ist unglaublich. Ich will nicht draufhauen. Die Mannschaft spielt eine gute Runde. Die muss aber aufpassen, dass man die gute Runde jetzt nicht versaut, ja? Die letzten 7-8 Spiele. Ja? Heute war dieser Anfang. Ja? Und hoffentlich können sie sich dann zusammenreißen. Und die sind alt genug, um die Situation oder die Realität einzustellen im Kopf, dass man dann so eine gute Ausgangsposition jetzt gegen Stuttgarter Kickers hier einfach kaputt gemacht hat, ja. Wünsche euch viel Erfolg. Danke, Sarah. Danke. Und ja, wir müssen dann gucken, dass wir die Mannschaft wieder jetzt aufrichten und dann mit breiter Brust nach Stuttgart fahren. Peter, ich denke, das bekommst du hin. Vielen Dank für deine Ausführungen. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Walter, du wolltest was sagen. Ja. Du hast ja schon erwähnt, dass du nicht in Einzelheiten gehen willst und dass das natürlich krass war, der Unterschied zwischen der ersten und zweiter Halbzeit. Man hat den Eindruck, dass die Mannschaft gar nicht so bei der Sache gewesen ist. Es kann natürlich passieren nach der langen Erfolgsserie jetzt. Und wenn die Mannschaft danach mit einer 2-0-Führung in die Kabine geht. Du hast ja schon, also Kontersituationen hattet ihr ja so ein paar, also nach 2-0 geführt habt. Da waren jetzt ein paar Situationen, gell? Habt aber dann nicht gut zu Ende gespielt, seid als Mannschaft nicht nachgerückt. Was war in der zweiten Halbzeit los? Wie kann man das erklären? Ja, wenn du in 12 Tagen 4 Spiele machen musst, 12 oder 13 Tagen 4 Spiele und die Mannschaft ist schon auf dem Zahnfleisch, dann hast du noch Ausfälle mit Leon Pomnitz, Kevin Hillmann weggebrochen, Basti ist noch nicht hundertprozentig fit. Da war er die ganze Zeit im Aufbautraining. Letzte Woche verletzt raus, jetzt nochmal verletzt raus. Dann haben wir natürlich ein bisschen Probleme auch im Zentrum gehabt, ja, dass wir den Zentrum nicht dicht bekommen haben, wie ich erwähnt hatte, dass wir zu offen waren. Ja, da darfst du nicht mehr draufgehen nach solchen englischen Wochen. Ja, du musst dann nach dem 2-0 kompakter stehen, das haben wir gesagt, das haben wir angesprochen. Deswegen bin ich sehr angefressen, dass wir so eine Option dem Gegner anbieten. Ja. Und da kann ich der Mannschaft nur ankreiden. Ja? Aber man hat auch gesehen, dass der ein oder andere natürlich am Zahnfleisch war. Wir haben dann nicht mehr so griffig gewesen. Wir haben nachgelassen körperlich. Wir haben vom Läuferischen her auch nicht mehr so präsent gewesen. Dann kommst du natürlich nicht mehr gegen solche erfahrene Jungs in die Zweikämpfe rein. Und dann die Abstände zu groß, wie ich erwähnt hatte. Dann hast du natürlich Qualität auf links, rechts. Und dann fliegt das Ding um die Ohren. Ja, so war es dann auch in der zweiten Halbzeit. Und das war mit den Einwechslungen. Petö zum Beispiel noch nicht fit. Ja, 4 Wochen raus. Was kann man erwarten von dem jungen Mann? Wenig. Hast du noch Denno draußen, der auch jetzt 4 Wochen nicht gespielt hat. Gröschi kommt aus einer Verletzung. Also wir sind schon auf Limit. Wir fahren auf Limit. Wir fahren fast auf Felge. Und das schlägt sich dann raus. Und dann kommen natürlich die positiven Aspekte davon. Ballon, 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 Luftpumpe rein, 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 die Luft rein und das Ding fliegt dann um die Ohren hier. Ja? Und das ist ganz einfach zu erklären. Und das waren die Punkte, die heute uns ja, den Sieg oder beziehungsweise die Niederlage gekostet hat. Ja, kann man auch nichts machen von draußen. Das ist gut. Weitere Fragen? Was hat Leon?
Ja, und hat einen Ellenbogen oder einen Tritt auf die seitliche Rippe links bekommen. Der konnte nicht mehr atmen, hat einen riesen Stechen gehabt. Dann müssen wir rausholen, aber jetzt wird er geröntgt. Ich weiß nicht, was er hat. Hoffentlich fällt er nicht aus. Das wäre dann noch bitter. Man hat gesehen, wo er dann draußen war, dass wir auch spielerisch ja, diesen Schlüsselspieler nicht mehr hatten. Und dann sind wir nicht mehr im Spiel gewesen ja, danach. Und die Torschancen, die du ernannt hast, das waren ja auch Einzelaktionen. Köhli zum Beispiel, kurze Pfosten, das Ding muss er mit der Innenseite ins lange Eck. Da kommen noch andere Sachen. Ja, oder 2-1 lösen schlecht auf. Gall mit Köhli, umgekehrt Köhli mit Gall. Ja, so eine Mannschaft, das zeigt auch, dass wir noch nicht so weit genug sind. Oder der Marius Köhli muss ein bisschen mehr ins Zentrum ziehen. Mehr ins Zentrum ziehen. Den Finaleball zum Beispiel hier in der zweiten Hälfte muss er einfach quer zum Didi spielen. Der Didi schiebt das Ding ins leere Tor rein. Ja. Das sind 20, 21-jährige ja, Jungs. Ja. Für ganz oben reicht das noch nicht. Nee. Macht ja nichts. Gut. Kann alles mal passieren. Alter, hey, die 1 interessiert mich doch. Die erste Halbzeit über nichts, gell? Nee, sehe ich nicht so. Nee. Das sehe ich nicht so, auf keinen Fall. Nee. Was heißt denn nichts? Ihr habt, richtig, ihr habt euch aufgebaut, finde ich. Ja, wir. Aber je näher klar, ihr aber so gekommen seid, desto mehr ging dann ein bisschen die Luft raus, fand ich. Die Box haben nicht besetzt, zögerlich. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, Spiel mit dem Ball? Waren wir nicht gut? Oder? Also, ich fand schon, dass wir gut ins Spiel gekommen sind. Ich fand's. Ja, gut, klar. Wir haben aber, ich finde schon, die Reingabe von Serkan Firat auf Tyson. Wenn Tyson da durch. Der kommt ja zum Abschluss. Und wenn er mit dem Kopf durchgeht, ich sage, mit dem Kopf hinzugehen. Ja, diese Entschlossenheit, voll durchzugehen, dann klingelt's, vielleicht auch nicht, aber das ist eine Riesenchance. Andi Busik hat eine Riesenchance, war das nach einer Ecke? Nach einer Ecke, meine ich, den muss er nur fester drücken. Aber wenn du jetzt sagst, vom Spielverlauf her, vom Spiel mit dem Ball, ja, wir haben teilweise zu oft im Zentrum gespielt, wir wollten hinter den Flügeln kommen. Immer wenn wir das gemacht haben, wenn wir den ersten Stürmer irgendwo tot gespielt haben oder die erste Linie überspielt haben, dann wollten wir in den Rücken der Flügel reinkommen. So, und das haben wir 2-3 Mal gemacht und dann sind wir schon im letzten Drittel immer gewesen. Also, mit ja, nichts ist ja. Vielleicht nicht so, ja. Habe ich das falsch gesehen? Ja, gut, jetzt, ich bin da immer offen und ehrlich und ich habe es jetzt nicht gesehen, dass das nichts war. Und ja. Klar hat der, und wenn man sich die Chancen dann aussieht von Fulda, ich meine vom 16er, der Köhl war das, glaube ich, der ins Kurzeck schießt, den verliert Serkan den Ball, viele Dinge, wo wir auch den Gegner eingeladen haben. Ja, und dann hatten sie auch die Abschlüsse, wo du dann aus dieser Gefahrenzone den Ball schnell erklären musst. Aber sonst. Also umso beeindruckender war ja die Reaktion. Dann ja, absolut, absolut. Ja. Ist ja gar keine Frage. Ja. Gut, gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern für die Ausführungen. Ich wünsche Ihnen, Herr Tahiri, eine gute Heimreise und der Hoffnung verbunden, dass wir uns nächstes Jahr vielleicht wiedersehen. Ja. Tschüss. Hoffe ich auch. Frohe Ostern. Tschüss. Danke.